Macht er bis zum Schluss oder wirft er den Battle schon vorher her? Das sind die Fragen, die man sich im Zusammenhang mit dem GC-Trainer Ciriakos Forza gestellt hat. Bis gestern. Gestern hat er gesagt, er tritt zurück, und zwar nicht so wie geplant erst Ende Saison, sondern schon nach dem heutigen Auswärtsspiel bei den Berner Young Boys. IB gegen GC. Das ist ein Duell von zwei prestigeträchtigen Marken in der Schweizer Super League. Es ist ein Duell von zwei kriselnden Clubs oder eben die Abschiedsvorstellung vom GC-Trainer Ciriakos Forza. Fast drei Jahre lang arbeitete Forza bei GC, wobei er in seiner ersten Saison mit Platz 3 den größten Erfolg feiern konnte. Jetzt geht die Ära Forza zu Ende. Bei IB dauert die Ära groß weiter an, wobei die Nebengeräusche auch in Bern zugenommen haben. Eckball IB nach knapp 2 Minuten. Farnrüth, Dubai und drin ist der Ball. Jubel bei Veskovac, aber die Fahne ist oben abseits und außerdem hat nicht Veskovac, sondern Bobadilla den Ball berührt und genau deshalb zählt der Treffer nicht. Bobadilla stand im Abseits, Veskovac wäre es nicht. Bei IB war Wiedergutmachung angesagt nach der desolaten Vorstellung gegen Lausanne. Der Start verheißungsvoll. Bobadilla und Bürki mit der tollen Parade. Bobadilla war von der ersten Sekunde an heiß. Gegen Lausanne musste er zuschauen. Das Duell Bürki gegen Bobadilla ging in die nächste Runde. Freistoß Bobadilla. 18. Minute. Raul Bobadilla, der überragende Mann auf dem Feld, mit einem herrlichen Freistoßtor zur Berner Führung. Forza nahm es ruhig zur Kenntnis. Nach dieser turbulenten Zeit bringt ihn nichts mehr aus der Ruhe. Und sein Team erwachte. Fälscher mit dem langen Ball auf der Ritter. Lupfer, aber Wölfli hat aufgepasst. Diese erste Offensivaktion gab GC Mumm. Wieder Fälscher. Dieser lanciert Hajrović. Hajrović, Galatas hätte das 1:1 sein müssen. GC seit Oktober auswärts ohne einen Punktgewinn. Damals gewann man hier im Stade de Suisse gegen IB. Die Hoppers wurden stärker und stärker und frecher. Pavlović, Lattenknaller. Und weiter geht's mit der Rieder. Toko. Und Wölfli! IB hatte die ersten 30 Minuten dominiert, ließ sich jetzt aber von GC dominieren. Und Goli Wölfli flogen die Bälle nur so um die Ohren. Das Heimteam konnte sich kaum mehr aus der eigenen Platzhälfte befreien, die Hoppers aufsässig. De Rieder aus der Distanz und schwupps flutscht der Ball ins Tor. Da hat der Marco Wölfli sehr unglücklich ausgesehen. Auch wenn es nass ist und der Ball noch aufsetzt, diesen Treffer muss der IB-Keeper auf seine Kappe nehmen. Jawohl, so schmeckt's auch dem noch GC-Trainer. Und seine Mannschaft hatte Lust auf mehr. Silberbauer lässt sich den Ball gar einfach abnehmen. Der Rieder hat Zeit und Platz. Wohin mit dem Ball? Das war die schlechteste Variante. Galler verpasste. Trotzdem hat es Forza der Plausch bei seiner Abschiedsvorstellung. Die zweite Halbzeit, Eckball IB, Costanzo. Veskovac verlängert. Und wer schon? Raul Bobadilla köpfelt die Young Boys wieder in Führung. GC hatte vor der Pause Chance um Chance ausgelassen. IB brauchte nur eine für das 2:1. Bobadilla ist in Bern angekommen, während seine Herzensangelegenheit bei GC bald zu Ende ist. Frühzeitig zu Ende war der Arbeitstag auch für Bruno Bertucci. Er musste zur Abklärung ins Spital. Schuld war dieser Zusammenschuss mit Costanzo. Der Berner sah dafür gelb. Anschließend plätscherte das Spiel lange vor sich hin. Die 88. Minute. Kein Abseits. Hajrović, der Ausgleich. 2:2. IB zu passiv und GC machte seinem Trainer ein Abschiedsgeschenk.
Es sah nach einem Punktgewinn für Ciriakos Forza aus. Doch die Partie war noch nicht zu Ende. Die Nachspielzeit. IB-Freistoß mit Farnerüt. Lattentreffer. Immerhin kam die Berner Reaktion, die aber nicht von Erfolg gekrönt war. Es ging aber noch weiter. Rote Karte gegen Torschütze Hajrović wegen einer Tätlichkeit. Ich interpretiere dies aber so. Hajrović wollte sich mit viel Körpereinsatz beim Schiedsrichter beschweren, traf dabei unglücklich den Gegenspieler. Der Befehl zum frühzeitigen Duschen war der Schlusspunkt einer unterhaltsamen Partie, in welche IB es nicht verstand, sich für die Lausanne-Niederlage zu rehabilitieren. Der Trainer sucht nach Antworten. Am Schluss kommen wir noch den Ausgleich über. Ich weiß nicht, ob es abseits ist. In meiner Position ist kein Abseits. Gut. Nachher haben wir am Schluss noch ein bisschen Wettkampfpech gehabt mit dem Lattentreffen von Warner. Nochmal müssen klar machen in der zweiten Hälfte. Die GC-Fans sagen Danke. Und Ciriakos Forza schnappte sich nicht nur ein Souvenir, sondern auch einen Punkt bei seinem letzten Einsatz als GC-Trainer. Ja, das ist jetzt also gewesen. Jetzt ist Schluss mit dem Ciriakos Forza als GC-Trainer. Unmittelbar nach Spielschluss ist er zum Felix Renkli.